Hey Skat-Freunde, ja, ist es denn die Möglichkeit? Pau, 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 jawohl, es ist schon wieder Rätsel- und Analysezeit. Lasst uns mal auf die Partie der letzten Woche schauen. Den Mund sehr voll genommen und zugegebenermaßen ist das als Rätsel nicht die höchste Schwierigkeitskategorie. Allerdings dennoch denke ich, dass da ein paar sehr interessante Ideen und Motive drinstecken und nicht zuletzt, weil ich die Partie im Original selbst gespielt habe, wollen wir uns das also mal näher anschauen. Erste Frage, sicher ganz entsprechend des Titels, den Mund sehr voll genommen. Sollte man denn mit diesem Blatt in Mittelhand überhaupt 18 sagen? Und ich denke mal, es ist auf jeden Fall grenzwertig. Es spricht sicher absolut auch nichts dagegen, so eine Karte mal laufen zu lassen. Je nach taktischer Situation gibt es aber ja auch oft genug den Bedarf, noch wirklich Punkte zu holen, um noch nach vorne zu kommen. Und ich denke, dann mit Kreuzbube, Ass, 10, Lusche, Ass, also mit vier guten Karten, kann man auf diesen Ansatz durchaus mal 18 piepsen, ne? Und damit meine ich, wenn dann einer 18 hält oder von hinten ein weiteres Gebot kommt, dann ist es auch höchste Eisenbahn auszusteigen. Aber wenn man es dann für 18 bekommt, dann liegt ja auch häufig mal eine Verstärkungskarte drin. So, genauso ist es hier auch, ne? Nicht zwei goldene Uhren, das wäre zu viel des Guten, aber eine gute mit Herz Ass. Und dann haben wir ja schon eine Partie, die man gut spielen kann. Ich denke mal, Trumpfauswahl Kreuz ist recht offensichtlich. Der Krang ist dann doch deutlich riskanter ohne Kreuz Ass und 10 in Mittelhand. Vor allen Dingen können wir bei dem Kreuzspiel eben auch von Anfang an schon einen Plan aufstellen, wo wir versuchen, mit dem Kreuz Buben ein Trumpfvolles zu angeln, nämlich indem wir überhaupt nicht Trumpf ziehen. Das ist hier die erste Idee und diese Idee unterstützt auch die von mir hier vorgegebene Drückungsvariante Karo König und Pik 10. Über die Pik 10 können wir selbstverständlich reden, denn wenn man die Pik 10 im Blatt behält und zum Beispiel Karo König Herz König drückt, dann ist es ja klar, dass man ziemlich wahrscheinlich auf den Doppelläufer angewiesen ist, also dass Pik Ass und 10 durchläuft. Das Schöne ist, wenn die Piken, die vier fehlenden 2 zu 2 verteilt sind, dann bekommt man natürlich auch beide Bilder, hat dann in Pik schon 28, die beiden anderen Asse 50, die beiden gedrückten Könige 58 und mit Kreuz Buben kriegt man immer ein Bild, es sei denn, man zieht selber irgendwo mal willenlos den Kreuz Buben. Mit anderen Worten, wenn man Pik 10 im Blatt behält und der Doppelläufer Pik kommt und kein rotes Ass gestochen wird, dann ist man auf jeden Fall auch Sieger. Warum also trotzdem die Pik 10 drücken? Naja, es muss ja dieser Doppelläufer nicht unbedingt kommen, ne? Chance auf 2 zu 2 Verteilung 40%, Chance auf 3 zu 1 Verteilung 50%. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wir legen die Pik 10 mit runter, bekommen trotzdem die drei Asse durch, sind wir bei 47, idealerweise jetzt noch in Pik oder Herz oder im Aufschlag auch in Karo ein Bild irgendwie schnappen oder auch im Plan B noch, wenn Karo auf den Tisch kommt, später mal Karo 10 oder so stechen, aber letztlich danach den Sack zumachen mit einem Trumpf vollen und dem Kreuz Buben oder eben Karo 10 und den Kreuz Buben. Das ist halt auch so eine Idee und damit versichern wir uns quasi dagegen, dass Pik 3 zu 1 verteilt ist, denn ehrlicherweise, wenn man Pik 10 oben hat und die dann gestochen wird, dann hat man sehr selten eine Chance, denn da ist sowohl die Pik 10 weg als auch der erste Trumpfvolle weg, dann fliegt der ganze Plan quasi auf. Also so gesehen, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, hängt eben davon ab, ob wir so ein Spiel dann im Zweifel auch gewinnen, wenn jetzt Pik 2 zu 2 verteilt ist und wir eben dann die Bilder da nicht bekommen. Und ja, das ist halt so eine Geschmacks- und Abwägungssache. Auf jeden Fall eine Variante, die ich euch hier mal zeigen möchte. Und in dem Fall ist das auch eine richtig gute Idee. Das sieht man dann schon daran, dass Pik Lusche auf den Tisch kommt, denn das ist ja ein ziemlich starkes Zeichen, dass Pik nicht 2 zu 2 verteilt ist. Meistens wird da aus dem Drilling ausgespielt, ne? So, also rauf mit dem Ass, das ist klar. Hier haben wir noch kein Bild bekommen. Schade, 25. Jetzt ganz gemäß unseres Planes die beiden Asse ziehen. Reihenfolge ist vielleicht ein Stück weit sogar egal. Wenn man Herz Ass zieht, kriegt man beruhigenderweise hier schon die Herz Dame. Und jetzt stehen wir entsprechend bei den 50 und versuchen uns noch ein Trumpfvolles zu angeln, indem wir jetzt irgendwie vom Stich gehen. Aber auch hier steckt der Teufel schon wieder ein bisschen im Detail. Herz 7 sollten wir nicht spielen, denn dann können wir später im Verlauf wieder in den Herz König eingespielt werden. Also hier entweder mit Herz König direkt raus, aber vielleicht sieht ein bisschen natürlicher aus erstmal die Pik 7. Und da sehen wir auch, es stehen die Piken vor uns, es kommt Herz 10 und hier kommt jetzt nochmal dieser kleine Kniff oder Zauberzug, dass wir hier wirklich uns von dem Herz König trennen müssen. Stichverzicht, damit wir später nicht eingespielt werden. Und natürlich ist es jetzt auch fast ein bisschen Glück in dem Fall, aber wir wussten es ja schon, dass die Piken zu dritt vor uns saßen, denn jetzt sind tatsächlich nur noch 11
Trümpfe unterwegs und eine Nicht-Trumpfkarte, das ist die Pik Dame, die noch bei Vorhand sitzt. Der liegt jetzt auch schon verzweifelt quasi los mit Trumpf. Bleiben wir natürlich noch unter. Herz Bube ist jetzt wieder so ein typischer Engine-Move vom menschlichen Spieler, wäre vielleicht eher eine Trumpf-Lusche oder Trumpf-Ass gekommen, aber die Engine weiß schon, dass das ganz egal ist. Und ja, jetzt kommt die Pik Dame und da ist es jetzt das Gute, dass wir wenigstens doch noch den Trumpf-König auch in der Hand haben. Natürlich müssen wir jetzt stechen und ja, die Engine bringt hier den Zauberzug quasi unterzustechen und damit auf maximale Augen zu gehen. Das Gute ist, jetzt ist auch eine Trumpflusche weg und mit dem Kreuzbuben kommen wir hier dank des noch fehlenden Karobubens auf 61, obwohl wir jetzt in dieser Verteilung tatsächlich kein Trumpfvolles bekommen haben. Also es ist nicht sicher, es ist nicht gesetzt, dass man mit dieser Taktik immer hinten raus auch einen Trumpfvollen bekommt. Die Engine hat es hier gezeigt. Aber im Spiel mit menschlichen Spielern wird es sehr, sehr häufig gelingen, weil die dann oft auch irgendwo schon mal im Anfang vorher Trumpf zu spielen und die Trumpfvollen dann irgendwie ja, die leichter einstellen. Die Engine hier mit der Übersicht hat alles versucht, um die Trumpfvollen zu retten, hat sie auch hinbekommen, musste dafür dann aber diesen 7-Augen-Pik-Dame-Kreuz-König-Stich laufen lassen und mit diesen Augen hat die Taktik also doch hingehauen und wir sind auf 61 gekommen und gegen die Verteilung, wie sie jetzt vorlag, war das auch genau die optimale Drückung. Also gibt es gerne mal in die Analyse ein. So gesehen nicht komplett absurd, was ich hier vorgeschlagen habe, denke ich. Hoffentlich das eine oder andere Learning für euch dabei. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und natürlich, wie immer, gut Blatt.